Hey, ich bin's wieder, Chris, und herzlich willkommen zur 26. Folge unserer Serie Road to Affiliate. Ja, danke erstmal für dein Abo, Tanja. Schön, dass du dabei bist. Und in diesem Video will ich euch mal die Plattform Meinungsplatz vorstellen. Die hat mir eben auch schon geholfen, die Anfangszeit als Affiliate ja finanziell gut zu überstehen. Ja, bei Meinungsplatz könnt ihr eben Umfragen machen. Und das Schöne ist halt wieder, dass ihr euch hier meistens nicht zeigen müsst und meist auch dafür nicht reden müsst. Und ja, das eben ist, dass ihr eben auch hier fast jeden Tag Umfragen bekommt und machen könnt. Und somit hier ja so gut wie jeden Tag auch Geld verdienen könnt. Und die Bezahlung finde ich auch ganz gut für eine Umfragenseite. Ja, erstmal zu meinen Einnahmen beim Meinungsplatz. Also, ich konnte hier mir hier schon, wie ihr hier seht, 131,45 € auszahlen lassen. Aktuell habe ich hier, wie ihr oben seht, noch 7,93 € drauf. Das heißt, ich konnte hier insgesamt schon 139 € verdienen. Und dann kommen wir jetzt einmal noch zu meinem Verlauf hier. Und zwar hatte ich hier mal eine Umfrage, diese hier. Da habe ich 2,70 € für 27 Minuten bekommen. Aber es gab obendrauf noch einen Bonus. Den seht ihr hier oben. Und dieser Bonus war halt davon abhängig, je nachdem, was ich in der Umfrage gemacht habe. So ist dann halt der Bonus ausgefallen. Das ist bei allen quasi unterschiedlich. Und bei mir waren es dann eben 4,13 €, den ich nochmal als Bonus bekommen hatte. Und somit konnte ich eben hier mit 6,83 € in 27 Minuten machen, was auf die Stunde hochgerechnet über 15 € in der Stunde sind. Ja, was ja schon mal echt nicht schlecht ist für den Anfang. Ja, dann will ich euch jetzt mal eine kleine, ja, Anleitung geben, wie ich es eben geschafft habe, hier ganz gut Geld zu verdienen und wie ihr es eben auch nachmachen könnt. So ein paar Tipps und Tricks und meine Erfahrung will ich jetzt mal mit euch teilen. Ja, als erstes mal müsst ihr euch natürlich bei Meinungsplatz registrieren. Den Link dazu findet ihr wieder in der Beschreibung. Wenn ihr euch dann da registriert habt, ganz normal, solltet ihr dann auf diese Startseite hier kommen. Ja, dann ist der erste Schritt mal hier auf meine Umfragen zu gehen und dann hier auf mein Profil zu gehen. Und dass ihr dann hier einmal komplett euer Profil ja ehrlich und ordentlich ausfüllt, bis ihr hier bei den 100% seid, weil somit bekommt ihr dann auch mehr Umfragen hier bei Meinungsplatz und auch bessere und könnt ihr somit mehr Geld verdienen. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja, zur Auszahlung noch. Ihr könnt dann hier auf Guthaben verwalten gehen. Ja, wie viel ihr gerade drauf habt, seht ihr mal hier oben rechts. Und bei Guthaben verwalten könnt ihr dann einfach eure, ja, eure Bankdaten angeben, also IBAN und sowas. Und den Betrag, den ihr euch auszahlen lassen wollt. Ich habe da immer einfach mein Geschäftskonto angegeben. Und dann könnt ihr euch ab 15 €, was finde ich auch ja, relativ gut ist von der Auszahlungsschwelle her, das eben auszahlen lassen. Und bei mir hat das bisher immer einwandfrei funktioniert. Ja, und ihr seht hier, ihr könnt ja auch noch über euer Profil hier oben fahren und dann auf meine Teilnahmen gehen. Ja, hier habt ihr eure persönlichen Daten, die könnt ihr auch mal kurz, ja, abchecken, ob das alles passt. Hier könnt ihr auch noch eure Kontakteinstellungen anpassen, falls ihr zum Beispiel keine E-Mails vom Meinungsplatz bekommen wollt, weil ihr bekommt auch immer zu den neuen Umfragen, die es gibt auf Meinungsplatz, dann immer eine E-Mail, dass ihr die nicht verpasst eben. Aber falls euch das nervt, ja, ich habe zum Beispiel meist die E-Mails eher nicht so gebraucht. Dann könnt ihr das hier eben ausstellen. Ja, und hier bei meine Teilnahmen seht ihr eben die Umfragen, die ihr in letzter Zeit abgeschlossen habt und wie viel Guthaben ihr dafür bekommen habt. Könnt ihr sie nochmal nachvollziehen und euch eben angucken. Ja, ihr habt hier auch solche Lose, die bekommt ihr auch, wenn ihr Umfragen hier macht. Und mit diesen Losen nehmt ihr eben automatisch einmal im Monat an der Verlosung von Meinungsplatz teil. Die findet ihr dann hier bei Verlosung. Und da kann es eben auch sein, wenn ihr Glück habt, dass ihr da noch extra Geld dann gewinnt bei dieser Verlosung. Das ist natürlich auch noch ein schönes Extra, finde ich. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu meiner täglichen Routine über bei Meinungsplatz. Und zwar die wichtigste Seite hier ist meine Umfragen und dann meine verfügbaren Umfragen. Und hier bin ich halt einmal am Tag ja meist reingegangen und habe mir eben hier die Nuggets rausgesucht. Ja, ehrlicherweise muss ich auch dazu sagen, meistens bekommt ihr hier für die Umfragen ja für 10 Minuten
1 Euro circa. Manchmal habt ihr aber auch Glück und ihr habt Umfragen, wo ihr für 10 Minuten zum Beispiel 2 Euro bekommt. Oder eben ihr habt noch mehr Glück manchmal, wie das, was ich euch vorhin gezeigt habe, dass ihr dann in der Umfrage noch die Möglichkeit habt, einen Bonus eben ja, herauszuspielen sozusagen und somit nochmal deutlich mehr Geld hier zu verdienen. Ja, dann habe ich natürlich immer einfach geguckt. Wie gesagt, meistens gibt es hier wirklich für 10 Euro, 10 Minuten 1 Euro. Habe dann aber wirklich auch nur die Umfragen genommen, die mindestens mal 1 Euro für 10 Minuten bringen. Wenn es mal eine war, die weniger brachte, dann habe ich die nicht gemacht. Und dann bin ich hier einfach auf Teilnehmen gegangen. Und dann seht ihr hier schon nochmal manchmal eine Zeitangabe. Ja, jetzt ist die zum Beispiel länger, so da hätte ich die jetzt zum Beispiel schon mal nicht gemacht, weil das wären jetzt hier schon 13 Minuten für 1 Euro. Das würde sich ja nicht mehr lohnen in meinen Augen. Also die hätte ich dann abgebrochen. Ja, aber ansonsten könnt ihr dann halt ganz normal die Umfrage ausfüllen. Ja, nochmal kurz als Hinweis. Ihr müsst natürlich immer ehrliche Angaben machen bei den Umfragen. Das ist ganz wichtig, dass ihr eben hier auch langfristig Geld verdienen könnt und nicht dann irgendwie euer Konto, euer Meinungsplatzkonto eben Profil gesperrt wird. Falls ihr hier irgendwie unehrliche Angaben macht, deswegen immer da ehrlich sein. Ja, und am Anfang der Umfrage kommt manchmal so eine Frage, ob ihr in einem der folgenden Bereiche beschäftigt seid. Und dann steht dann sowas wie Marktforschung und so weiter. Und da ist es meistens so, wenn ihr eins von den Sachen ankreuzt, dass ihr aus der Umfrage rausfliegt. Ja, aber ihr solltet natürlich trotzdem immer ehrliche Angaben machen hier. Ja, und am Ende, wenn ihr die dann geschafft habt, die Umfrage, kommt ihr dann zurück zum Meinungsplatz und solltet euer Guthaben sehen. Ja, manchmal kann es auch sein, dass ihr nach einer Minute rausfliegt aus der Umfrage. Ja, da einfach nicht verzagen, einfach dann weitermachen, die nächste machen. Das kann manchmal sein, weil die erstmal gucken, ob ihr zu der Zielgruppe gehört, die die eben suchen für die Umfrage. Ja, und dann können wir mal jetzt gucken, was wir hier noch haben. Genau, wir haben jetzt hier natürlich auch noch Freunde einladen. Das Affiliate-Programm auch wieder sehr schön. Und zwar könnt ihr hier eben, habt ihr hier euren Affiliate-Link hier unten. Und für jeden, der sich über euren Link bei Meinungsplatz anmeldet und hier eben 3 Umfragen erfolgreich abschließt und auch seine Bankdaten hier hinterlegt für die Auszahlung, dann erhaltet ihr für jeden 3 Euro hier nochmal schön als extra Provision obendrauf. Natürlich nochmal ein schöner extra Verdienst. Ja, hier kann ich euch wieder empfehlen, wie immer, wie ich das auch meist mache mit solchen Affiliate-Links, dass ihr eben, wenn ihr hier Einnahmen erzielen konntet oder eine Auszahlung von denen bekommen habt, dass ihr da einfach mal einen Screenshot von macht und den dann in eure Instagram-Story packt, den Link-Sticker dort benutzt und dann euren Affiliate-Link da reinpackt und das somit eben da euren Abonnenten empfehlt. Oder auch, dass ihr natürlich ein YouTube-Video macht, so wie ich das mache, und irgendwie eine Anleitung gebt, ein paar Tipps und Tricks dazu gebt, ein bisschen eure Erfahrungen da auch teilt und da auch mal eure Einnahmen zeigt, die ihr schon erzielen konntet und dann auch den Affiliate-Link in eure Videobeschreibung, in eure Kommentare reinpackt, sodass eure Zuschauer sich dann euch auch über euch anmelden können. Ja, dann Verlosung hatte ich schon gezeigt. Gut, es gibt hier noch den Punkt Spiele. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht. Lohnt sich in meinen Augen meist nicht so vom Verdienst zum Verhältnis, auch zum Zeitaufwand. Aber könnt ihr auch gerne selber mal reingucken und euch da ein Bild machen. Ja, die Verlosung hatte ich schon angesprochen. Hier seht ihr noch Neuigkeiten. Was gibt es jetzt Neues beim Meinungsplatz? Ja, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt. Dann sollten wir hier alles haben. Genau, und zwar ist es hier der Punkt eben Hilfe und Support. Also falls ihr mal irgendwelche Schwierigkeiten habt, was bei mir glaube ich ja bisher noch nicht der Fall war oder wenn dann nur selten, ein, zwei Mal vielleicht, irgendwie nicht weiterkommt, eine Frage habt, ein Problem habt, könnt ihr in den FAQ-Bereich hier links im Menü und findet hier eben die meistgestelltesten Fragen zu Meinungsplatz und könnt dann eben euch hier Antworten und Lösungen dazu suchen. Zu eurem Punkt. Und falls ihr immer noch nicht weiterkommt, dann könnt ihr hier auf euer Profil gehen und dann hier auf Kontakt. Und hier könnt ihr eben jetzt eine Anfrage senden und könnt dann somit den Support vom Meinungsplatz kontaktieren. Und da wird euch dann ein Mitarbeiter ja relativ fix antworten und euch eben weiterhelfen. Genau.
Ja, das ist es im Prinzip schon zum Meinungsplatz. Ja, doch eine relativ kompakt gehaltene Plattform. Aber ich finde sie ganz gut. Sie hat mir gut weitergeholfen, vor allem am Anfang. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr schon Erfahrungen ja, mit Meinungsplatz habt. Konntet ihr da vielleicht sogar schon mal Geld verdienen? Habt ihr noch irgendwelche Fragen dazu oder auch irgendwelche Tipps? Dann gerne alles rein damit. Können wir uns da noch ein bisschen austauschen und vielleicht auch gegenseitig weiterhelfen. Ja, ihr könnt euch auch wie immer gerne meine Road to Affiliate Playlist angucken. Findet ihr beim i und verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Weil eine so eine Plattform reicht ja meistens nicht aus, um jetzt wirklich viel Geld zu verdienen und auch gut über Monat zu kommen, sondern da braucht man wirklich schon eben ja mehrere und viele verschiedene Plattformen und genau solche Websites, also viele Websites stelle ich euch halt in meiner Playlist vor, auf denen ihr eben online gut Geld verdienen könnt und wo ich selber schon viel Geld verdienen konnte und die eben auch lohnenswert sind in meinen Augen. Ja, Link wie gesagt zum Meinungsplatz in der Videobeschreibung. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch über mich anmeldet. Das wäre natürlich ein ja, klasse Support. Und ja, wäre ich euch dankbar. Und ihr könnt euch ansonsten auch gerne noch meine drei Online-Kurs-Booster angucken. Findet ihr auch beim i und in der Videobeschreibung. Ja, für alle von euch, die schon öfter mal Online-Kurse gekauft haben, damit bisher aber ja kaum Erfolge erzielen konnten. Da zeige ich euch meine drei besten Tipps, die mir geholfen haben, bessere Ergebnisse mit Online-Kursen zu erzielen. Gut, dann soll es das gewesen sein von dem Video. Ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen, vielleicht noch ein bisschen weitergeholfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, vielleicht schon wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Chris.